kommenden Monat, am 23. Februar, findet in der Wiener Staatsoper der 61. Opernball statt. Er wird zum ersten Mal von Maria Großbauer organisiert. Der Direktor ist zum 7. Mal Dominik Meillet. Bei einer Pressekonferenz wird bekannt gegeben, dass in diesem Jahr viele neue Ideen umgesetzt werden. Für das Fest der Wiener Opernball habe ich mir ein Gesamtkonzept ausgedacht, das auf drei Säulen basiert. Die erste Säule ist ein Kreativkonzept, ein roter Faden, der sich durchs ganze Haus ziehen wird. In vielen Dekorationen und Balldetails wird er vorkommen. Diese Überschrift, dieses Dach heißt Alles Oper. Die zwei anderen Säulen, noch ganz kurz, basieren auf der Idee oder dem Gedanken, dass der Opernball ja auch Staatsball genannt ist. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, das Beste aus unserem Land hier in der Wiener Staatsoper zu vereinen. Auch in der Kulinarik gibt es viele Köstlichkeiten in unserem Land, die weltberühmt sind, so wie die Wiener Staatsoper. Und natürlich in der Musik, nicht nur in der Klassik und in der Oper, sondern in vielen, vielen Genres. Es gibt ja viele Säle beim Opernball und hier wird es ein großes Spektrum an unterschiedlicher Musik geben. Und die Musik soll ausschließlich live gespielt werden. Wir wollen überall Live-Musik haben. Keine Konzertmusik, wir wollen Live-Musik haben. Es gibt auch überall nur Live-Musik. In der Disco wird es DJs geben, aber auch sogar da wird es Live-Acts dazu geben. Das neue Konzept wird sich vor allem in den Räumlichkeiten für die Besucher bemerkbar machen. So werden zum Beispiel im Marmorsaal Motive der Zauberflöte gezeigt. Auch in den kleinen Details, wie der Damenspende und dem Opernballdrink, dominieren Opernzitate. Für die Raucher gibt es leider schlechte Nachrichten. Es herrscht dieses Jahr in den gesamten Räumlichkeiten striktes Rauchverbot. So manche fragen sich, was das für den neuen Bundespräsidenten bedeutet. Das wird natürlich sehr spannend werden. Wie macht er das? Er debütiert ja auch am Ball. Der war noch nie am Ball. Ist schon sehr lustig. Was macht ein Kettenraucher, der dann 8 Stunden nicht rauchen darf? Geht dann der Bundespräsident vor die Tür eine rauchen? Maria Großbauer ist die jüngste Organisatorin des Opernballs aller Zeiten. Wir sind gespannt auf ihr Debüt.